Hallo, ja. Ich mache wieder YouTube-Videos. Ich weiß, ich habe lange nichts mehr gesehen. Könnte auch daran liegen, dass ich kein Motorrad hatte. Ja. Fühle ich. Ja, ich habe Motorrad gewonnen. Das da. Husqvarna Svartpillen 125. Ja, es ist einfach eine Duke mit einem anderen Plastiksatz, gefühlt in einem anderen Licht. Und mit diesem unglaublich schönen, wunderschönen Tacho. Schöne. Schon schön. Sehr schön, ich weiß. Also, es kamen keine Videos, weil die Duke, die ist so ein bisschen nicht mehr vorhanden. Die ist kaputt. Aber ich habe jetzt wieder ein Motorrad, und zwar das hier. Ein Jahr lang. Im Sommer könnte ich rein theoretisch ja zwei machen. Ob ich dafür das Geld habe, weiß ich jetzt noch nicht. Also keine Ahnung, mal sehen. Auf jeden Fall kann ich erstmal mit mindestens ein Jahr mit dem Ding rumdümpeln. Ja gut, das Ding hat ein bisschen mehr Power. Ja, also wie schafft man das, ein Motorrad zu gewinnen? Achso, es ist übrigens ein Jahr Leasing. Also ich habe, das gehört jetzt nicht mir, aber es ist halt so ein Jahr lang kostenloses Leasing. Und zwar, also ich wohne ja in der Nähe von Bonn und da gibt es einen KTM-Händler. Da hatte ich auch meine zum Service und dann war ich so Instagram so ein bisschen durchgeguckt, habe ich gesehen, oh, es gibt jetzt einen KTM-Bonn-Account. Ja, oh, die hat mein Gewinnspiel. Ach, da kann man eine 125er gewinnen. Also ich habe jetzt den dritten Platz belegt mit ein Jahr Leasing. Da gab es noch andere Sachen, kann ich ja mal einblenden. Ja. Ja, und so wie der Zufall wollte, habe ich nur noch 25er, also hier dieses wunderschöne Moped gewonnen. Ja. Falls ihr euch fragt, ja, es fährt sich fast wie eine Duke. Es ist eigentlich auch eine Duke. Ich habe mir mal genau angeguckt, wenn man neben einer Duke steht, der Lenker ist der gleiche, nur das hier ist halt zusätzlich. Also ich dachte eigentlich auch von der Krümmung her ist das anders, aber ist es nicht. Aber was da jetzt die Unterschiede zwischen der Duke und der Swartpillen jetzt da sind, dann blablabla. Deutsch. Dazu mache ich noch ein extra Video, weil ich kann ja jetzt wieder fahren, dann kann ich auch Videos machen. Also ich kann auch so Videos machen, aber ja. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo ich rumfahre. Oh, das war eine Bodenwelle. Hobby. 30er-Zonen, da fühlt man sich mit einer 125er wohl, da ist man nicht komplett eine Verkehrsbehinderung. Ja. Ich habe original keine Ahnung, wo es hier lang geht. Lol, ein grüner Einser, habe ich noch nie gesehen. Naja, auf jeden Fall, ich habe das Ding jetzt, glaube ich, seit Februar und ich bin noch nicht so viel gefahren. Aber jetzt ist ja schönes Wetter, jetzt kann man ein bisschen fahren. Wo kommt man da hin? Keine Ahnung. Ja, also was habe ich vor auf diesem Kanal? Ich mache wieder YouTube-Videos, also ganz normal Motovlogs, auch mal ein bisschen Videos zu irgendwelchen nicen Produkten. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Helmgarderobe gesponsert bekommen, dazu kommt glaube ich das nächste Video oder das kam schon, ich weiß es nicht. Könnt euch mal überraschen lassen. Generell Motorradstuff, vielleicht jetzt auch ein bisschen Autozeug, weil ich jetzt auch einen Autoführerschein habe und einen richtig, richtig, richtig typischen
Erstwagen für den 18-Jährigen, genau, und ein Dieselkombi. Ja, lieben wir, ich weiß, ist toll. Dazu kommt auch noch ein Video. Es ist schön, wieder fahren zu können. Das war ein Tier. Ich habe tatsächlich nicht nur die 125er gewonnen. Tatsächlich nicht, ich kann Deutsch. Sondern ich habe bei Moji einen Pulli gewonnen. Dann noch von Above Usual. Also die Marke, die auch zu Siki zugehört. Siki. Dann habe ich noch einen 50€ Sünde-Close-Gutschein gewonnen, weil, warum nicht? Beim Lauch mit Schlauch. Beim guten Nick. Da habe ich auch meinen ganz geilen Schlüsselanhänger her. Den habe ich jetzt aber am Autoschlüssel, deswegen sieht man den nicht. Ja, irgendwie habe ich ein Glück bei Gewinnspielen zu gewinnen. Ich weiß nicht warum. Ich kann das irgendwie. Hier liegen Steine. Ich hätte jetzt auch wieder ein bisschen mehr Lust, Motovlogs zu machen. Dieses Mal, das ist sogar schon der zweite Versuch. Der erste Versuch, da hat es irgendwie nicht so mit meiner Motivation geklappt beim Video. Deswegen hat. Und generell, das ganze Video war einfach nur ein. Ich habe keinen Plan, was ich sagen soll. Eigentlich jetzt auch, aber egal. Wir haben Spaß, wir geben. Du könntest ja auch auf deiner Straßenseite fahren. Ja, ja. Deswegen hier der zweite Versuch und dieses Mal hält meine GoPro-Halterung. Die ist ja schon wie oft, ich weiß nicht wie oft schon noch vom Helm geflogen. Ja, ich kann ja auch mal dann demnächst ein paar Videos machen. Ich fahre sämtliche 1-Karren-Probe. Ich habe tatsächlich schon ein Video hochgeladen, wie ich eine, also hochgeladen nicht, ne? Deswegen ein Video gemacht, wie ich eine WR125R fahre, die von meiner Freundin. Das Video war eigentlich voll nice. Ja gut, ne, die GoPro hat dann keinen Ton aufgenommen. Vielleicht würde sie das auch dieses Mal machen, das wäre eigentlich ganz praktisch. Ja, ich weiß nicht, wo ich lang fahre. Ich wusste gar nicht, dass die Straße hier so lang ist. Normalerweise fahre ich hier nur mit dem Fahrrad lang. Apropos Fahrrad. Da vorne sind welche, komm, wir holen sie ein. Ja, 125er, Leistung, ja, oh, wir sind warm, wir können höher drehen. Ganz vorbildlich, Blinker ausscheren, Schulterblick nicht, aber ich habe im Spiel geguckt, aber naja, egal. Das erste, was ich nach dem Video mache, nachdem ich es aufgenommen habe, ist zu gucken, ob es jetzt wirklich aufgenommen hat. Da wir alle wissen, GoPros sind sehr, sehr tolle Produkte, funktionieren immer, stürzen nie ab und generell ganz toll. Ich meine, ich habe extra original GoPro-Akkus gekauft, damit ich keine Probleme habe. Habe diesen Akku 4 Stunden geladen. Er war voll. Ich tue ihn in die GoPro. Speed. Ich tue ihn in die GoPro. Akku 80%. Geil. Warum? Ich will doch einfach nur ein Video aufnehmen. Ich finde es immer gut bei so Haarnadelkurven, wenn da so schon so Kratzer am Boden sind, wo du denkst so, oh, das gefühlt schon wieder aufgesetzt. Ja, man hört am brachialen Sound, der nicht vorhanden ist. Standardauspuff. Das Einzige, was ich mit dem Ding gemacht habe, sind die Spiegel, weil in den originalen Spiegel sieht man nichts. Wow, 70, juhu. Ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass man hier 100 fahren darf, das muss man jetzt nicht unbedingt, ich kann auch mal einfach ganz entspannt fahren, wir haben Sonntag. Ja, also momentan bin ich für die Uni wahrscheinlich genau, für das Abi am Lernen. Habe ich den ganzen Morgen gemacht, war dann beim Sport, also ich komme gerade sozusagen vom Sport. Ich kann euch sagen, es macht keinen Spaß. Also ich meine, generell hätten sehr viel mehr Leute sehr viel mehr Freude am Leben, wenn man nicht fürs Abi lernen müsste. Reicht ja nicht, schon die ganze Zeit in die Schule gegangen zu sein, aber naja,
Egal. Wenn alles gut geht, also Studienplatz habe ich schon, ich brauche nur noch einen Praxispartner, würde ich Mediendesign studieren. Ich finde das voll nice. Da ich ja ein bisschen was auf Instagram mache, war das auch eher naheliegend, dass ich sowas mache. Dann kann ich irgendwie zum Beispiel einen Instagram-Account von irgendeiner Firma übernehmen, das wäre ziemlich wild. Und für die Content produzieren, yo, du kannst... Wir fahren 20. Jetzt 30. Wahnsinn. Ich hab gleich einen Geschwindigkeitsrauschung, mein Gott, Schafe. Geil. Naja. Also, ein Video zur Swartpillen an sich kommt noch, aber ich kann sagen, es ist eigentlich wie eine Duke. Es fährt sich wirklich 1:1, außer dass sie jetzt andere Reifen hat. Kann auch sein, dass die ein bisschen andere Maße hat, aber wirklich einen Unterschied merkt man jetzt nicht. Der größte Unterschied sind halt, wie gesagt, die Reifen, weil das sind halt komplett andere. Das sind halt, ich weiß nicht, wie man die nennt, so Adventure-Bike-Reifen, so 17 Zoll Reifen mit ein bisschen mehr Profil, was so ein paar Leute auf Supermotos fahren, die damit auch ins Gelände fahren. Oder könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal Sachen zu meinem Auto sehen wollt. Junge. Ich habe nämlich einen sehr, 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 sehr schön, überhaupt nicht viel Kilometer runter habenden, obwohl für den Diesel geht's, Ford Mondeo. Ich glaube, da hat jemand keinen Bock mehr. Also als Erstwagen ist das Ding natürlich richtig geil. Und ich will mich auch überhaupt nicht darüber beschweren. Das klingt jetzt so, als würde jetzt irgendwas Dramatisches kommen, aber eigentlich will ich nur sagen, dass das Auto wirklich geil ist. Naja. Also als A2 Motorrad habe ich ein paar Sachen im Auge. Ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt irgendeins davon leisten kann. Kurzer Geheimtipp, es ist vielleicht orange. Ja. Erfasst, ich hole mir eine Kawasaki Z3 4 5 6 700. Ja. Nee, Spaß. Kann auch sein. Vielleicht mache ich einfach nur den A2 Führerschein, fahre erstmal ein bisschen was Probe, sehe ich ja dann, mal sehen. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal dieses wunderschöne Gefährt gefahren. Ich war letztens total, ja, ey, du, das ist ein Kreisverkehr. Fahren wir mal lieber rechts. Geschwindigkeitsrausch. Ja, es ist immer noch eine 125er. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich hatte eine Euro 4 und das ist ja eine Euro 5, dass die obenrum, also bei höheren Geschwindigkeiten, ein bisschen besser kommt. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, kann auch sein, dass das Placebo-Effekt ist. Aber ich bin der Meinung, dass hier obenrum besser kommt. Also so bis 100, ab 100 kommt bei, da passiert halt, also es ist halt irgendwann eventuell ein Kamera schneller. Also dann soll es das mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, schöne Ostern, schöne Feiertage. Also wir haben gerade Ostern. By the way, kurzer Nachtrag zum YouTube-Video. Beziehungsweise zu dem, was ich gerade gefilmt habe. Direkt danach ist die Kamera abgestürzt. So viel zum Thema Zuverlässigkeit einer GoPro. Das hat nicht so gut funktioniert.